Bobby, schön, dich zu sehen. Hey, du hast mir geschrieben. Ja, ich wollte dir für deine Hilfe im Dogtown danken. Ich arbeite, werde bald befördert. Na, alles läuft gut. Keine Gewissensbisse? Na, hin und wieder. Aber nur ganz kleine. Hier, das ist für dich. Ich stehe zu meinem Wort. Was ist mit Anna? Arbeitet sie auch noch? Wie war der Verlust von Barnas Biodaten für sie? Nicht so toll. Das heißt? Das heißt, sie hat Fragen gestellt. Hat sich alle Mühe gegeben, gefeuert zu werden. Tja, und es dann auch geschafft. Ich versuche zu helfen, aber du kennst sie ja. Stur wie ein Esel. Danke dir, Steve. Pass auf dich auf. Das tun vernünftige Leute wie wir immer. Weißt du doch, oder? Mhm. Bis dann. Ziemlich protzige Bude für ein Journalistengehalt. Zu meiner Zeit lebten Reporter noch in einer kakerlakenverseuchten Abstellkammer mit geteilten Toiletten. Was ist das? Echt jetzt? Sieht das für dich nach einem Bambus aus? Du kannst mich mal. Sieh mal einer an. Okay, was haben wir denn hier? Ah, interessant. Scheiße. Das Militech-Logo ist aus den 2010. Die Karte ist mindestens 60 Jahre alt. Die hat sie nicht von dem wühltischen Kabuki. Was genau plant diese Bree wohl? Hey, du bist nicht Bree. Stimmt. Was machst du hier? Bree wollte, dass ich hier was abhole. Bin gerade auf dem Weg zu ihr. Ah, klar. Sorry. Ich hab Lärm gehört. Dachte, Bree wäre wieder da. Ich hab sie lange nicht mehr gesehen. Ich wohne nebenan. Hab gedacht, ich sehe mal nach. Hier waren zuletzt zwielichtige Gestalten unterwegs. Was für Gestalten? Weiß nicht. Wohnen jedenfalls nicht hier. Sahen aus wie Kleinstadtgangster. Obwohl, nicht mal das. Ja, Schläger. Sagt Bree, sie soll auf sich aufpassen. Ich
Ich sehe mich besser um. Stehen bleiben! Bree, oder? Hans schickt mich. Du solltest doch erst nachts kommen. Hast du die Karte? Klar. Aber wenn du die Wumme weiter auf mich richtest, gehe ich wieder. Kannst du damit überhaupt umgehen? Ganz offensichtlich nicht. Pack das Ding wieder weg, bitte. Mist. Punkt für dich. Sorry dafür, aber du weißt schon, ich kann niemandem vertrauen. Gut, gib mir die Karte. Wir sollten hier draußen nicht so dumm rumstehen. Hier, hättest auch gleich sagen können, dass es um Militech geht. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, los jetzt. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Soweit ich weiß, war hier seit Jahrzehnten niemand mehr. Die Systeme sind von 2013. Bitte geh auf. Oh, hat geklappt. Einige Sicherheitssysteme könnten noch aktiv sein. Also, nach dir. Ich hoffe für dich, dass das jetzt keine Falle ist. Hier sind Geschützschirme. Aber die sind offline. Komm rein. Shit. Karte funktioniert nicht. Moment, ich suche einen anderen Weg da rein. Da lang. Los geht's. Bisher hatten wir Glück, aber sei vorsichtig. Diesen alten System ist nicht zu trauen. Nein. Gesicht. Der Scanner hat... Die treffen uns noch! Alles sicher. Nun, immerhin funktionieren die Sicherheitssysteme noch.
Ladies first. Mach sie fertig! Weiter so. Puh, fast geschafft. Okay, scheint ein lockeres Ding zu werden. Geschafft! Der Mainframe! Der Host! Unfassbar. Da sind sogar Dateien vom dritten Konzernkrieg drauf. Jo. Militech hat damals echt alles versucht, damit Arasaka sie nicht von der Bühne verdrängt. Fuck. Die ältesten Dateien sind verschlüsselt. Moment. Hier sind neuere Aufnahmen von 2068. Wahrscheinlich kamen sie da zurück. Sieh's dir an. Ja, okay, Aufnahme läuft. Senior Research Specialist Evan McRae. Das ist Tag 3 unserer Forschungsexpedition. Wir haben die Ausrüstung in den Bunker geschafft. Die alten Schienen funktionieren noch. Wahrscheinlich wurden sie früher genutzt, um Wärmetauscher aus dem Labor zu bringen. Hier gibt's massig altes Forschungsmaterial. Mal sehen, ob ich davon irgendwas verwenden kann. Die Schweine wollten das Projekt wiederbeleben. Also, Caesar hat eine der Datenfestungen geknackt und veraltete Codefragmente gefunden. Vielleicht Steuerbefehle für eine Waffe. Dann brauchen wir nur noch eine KI, die alles verbindet. Lisa testet die Blackwall auf potenzielle Schlupflöcher. Was? Stimmt. Tag 39. Danke, Lisa. Hörst du das? Die wollten durch die Blackwall. Tag 50. 5-0. Uns wurde befohlen, die Zelte abzubrechen. Angeblich sind wir hier nicht mehr sicher. Caesar hat alles gepackt. Wir warten nur auf Lisa. Sie ist schon seit 2-3 Tagen im Bunker verlinkt. Sie will einfach nicht rauskommen. Sie versucht, die Daten aus den Festungen herunterzuladen, aber die könnten wir eh nicht mitnehmen. Genug. Ich gehe sie jetzt holen, Caesar. Scheiße. Das ist größer, als ich dachte. Militech wollte seine Waffentechnik mithilfe einer wilden KI aufpolieren. Unfassbar! Na klar, Militech und die übermächtige Geheimwaffe, weiß doch jeder. So wie jeder weiß, dass die Welt am Dienstag endet und Bartmoss in einem Kühlschrank überwintert. Hast du, was du brauchst? Dann lass uns abhauen. Dante? Was?
Was soll das werden? Moment, wer bitte ist der Typ? Dante Caruso, Special Agent von Militech. Zweiter Klasse. Lass das, Bree. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, dass Bree sich hier irgendwo versteckt und du was mit ihr zu tun hast. Ich musste nur warten, bis du mich zu ihr führst. Danke. Ich hoffe, du verteidigst sie jetzt nicht. Sie hat dir bestimmt jede Menge Bullshit erzählt. Bree kann doch sprechen. Frag sie einfach selbst. Um was zu hören? Noch mehr Lügen? Daran ist die einsame Spitze. Sie hat für uns Artikel geschrieben, in denen sie die Konkurrenz diffamiert. Jetzt drehen sich die Rädchen. Ja, Bree hat für Militech gearbeitet. Oh shit, hätte ich mir ja denken können. Es ging nur um einen verfickten Streit zwischen Anzugratten und nicht um verborgene Konzerngeheimnisse. Hat er dir deine Beförderung versaut oder dir den Kaffeebecher geklaut? Nein, so war das nicht. Hab nur für Militech geschrieben, um auf ihr Archiv zuzugreifen. Du musst mir glauben, der will mich aufhalten, weil ich zu viel weiß. Noch so ein Missverständnis. Du hast keine Ahnung, was ich denke. Andersherum schon eher. Du bist doch nur eine Opportunistin. In wessen Tasche steckst du jetzt, hm? Arasaka, Netwatch, der Trottel, von dem du Daten geklaut hast, Cesar Mijares. Du weißt, dass sie ihn gekillt haben, oder? Was meint er damit? Er droht mir, kapierst du das nicht? Erst brachte Militech den Wissenschaftler um und jetzt bin ich dran. Ich muss diese Story veröffentlichen, sonst bringen sie jeden um, der von dem Projekt weiß. Bullshit. Wegen dir wurde Mijares gekillt. Und wofür, hä? Wegen der Eddies? Sorry, Bree. Halt ihn auf, wie? Das Labor ist nicht groß genug für uns beide. Los, erledige ihn! Denk nach. Willst du dein Leben für sie riskieren? Bree, in Deckung! Lass mir keine Wahl! Du kannst rauskommen. Danke, Wee. Tausend Dank. War da vielleicht was dran an seinem Gelaber? Echt? Der Typ wollte uns gerade umlegen und dich interessiert sein Gelaber? Ja, ich hab ein paar Scheißartikel für die geschrieben. Musste ja Miete zahlen. Aber das Ding ist, irgendwann wacht man auf und bemerkt, dass man sein ganzes Leben verschwendet. Und ja, bei mir hat's geklappt. Hab mein Leben umgekrempelt. Jetzt stehe ich hier. Was wirst du jetzt tun? Ich liege das. Und dann mache ich lange Urlaub. Weit, weit weg von allen, die mich suchen. Vor allem von solchen Konzernkellern. Hast mir echt geholfen, Vi. Geh ruhig vor. Ich schnapp mir noch die letzten Dateien.
alles? Ach, fickt euch doch alle. Claire, hey. Das Finale steht bevor. Der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ich bin schon da. Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter. Also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl. Deins oder meine Bestie. Nehmen wir meins. Habe ich besser im Griff. Kein Problem. Treffen wir uns am Start? Genau. Warte dort auf mich. Du bist dran, Samson. Lass mich in Ruhe, du Irre. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut keine. Claire, hör auf. Lass die Konzernratte in Ruhe. Glaubst du, du kommst hier lebend raus? Claire! Deine neue Fahrerin? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so. Dean war als Fahrer... Claire, das reicht. Wir haben ein Rennen vor. Hast du mir einen Gefallen, Sorge, was denn? Bring deine Freundinnen mit zur Party. Wenn du heute gewinnst, schmeißt du mir dir die Party deines Lebens, Baby. Natürlich gewinnst du. Okay, Leute. In. Alle bereit? 3, 2, 1. Scharfe Kurve! Festhalten! Dran.
Sei vorsichtig. Wie bitte? Kann gerade nicht reden. Okay, was meintest du? Bree Whitney hat sein Auto ist hin. Er fährt runter. Und ist abgetaucht. Ihm nach, Bee. Lass ihn nicht entkommen. Watch alle, die das davon ist wissen. Die Chance. Ist wohl Berufsrisiko. Pass auf dich auf, Bee. Verdammt. Sie hat mich verraten. Nehmen wir ihm den Wind aus den Segeln. Häng dich ran. Wie geht's so, Samson? Claire, bitte nicht! Ich hab nichts getan! Wirklich? Du kleine Zecke! Hey, bitte! Lass das nicht zu! Claire, ich flehe dich an! Scheiße, Claire! Was willst du von mir? Ich hab ihn nicht getötet! Halt's Maul! Es war ein Unfall, verdammt! Bitte lass mich gehen! Hier kommst du nicht mehr raus! Wovon redet der Typ? Ist doch egal. Versucht, seine Haut zu retten. Lass das nicht zu! Ich hab ihren Mann nicht getötet! Ich sagte, halt's Maul! Claire, warte. Ich will das hören. Wozu? Was hast du zu sagen, Samson? Dean wollte mich vor der Ziellinie überholen, aber er verlor die Kontrolle. Du hast uns gerammt! Na und? Das war regelkonform. So läuft das bei diesen Rennen. Zeit zu sterben, Arschloch. Was? Nein! Dein Mann war nicht der Heilige für den... Lass uns abhauen, wie... Bitte. Mhm. Das war's, hm? Sieht so aus. Alles okay, Claire? Was? Wieso? Siehst traurig aus. Bin ich nicht. Ehrlich gesagt fühle ich gar nichts. Willst du es nochmal wagen? Als Team? Ein Rennen, meine ich. Nein, wie? Ich werde nie wieder Rennen fahren. Nie? Nie. Das war was zwischen mir und Dean. Unser Ding. Ich brauchte dich nur, um Samson... Die gehört dir. Was? Du schenkst mir dein Auto? Nicht mein.
Hey, na endlich. Alles in Ordnung bei dir? Never knowing which way's up down. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Ja, es ist spät.